Deutsch Wortschatz Urlaub. Heute in diesem Video gucken wir uns das Thema Urlaub an und schauen wir uns, welche Wörter solltest du zum Thema Urlaub kennen. Mein Name ist Tatjana und du bist auf dem Channel Deutsch mit Tatjana. Hier geht es um Tipps und Tricks rund um Deutsch lernen und auch um umgangssprachliche Wörter und Ausdrücke, die du wirklich beim Deutschlernen und Leben in Deutschland brauchst. Inzwischen hat mein Channel 1000 Abonnenten erreicht und ich bin super, super glücklich und möchte mich herzlich bei dir, wenn du mich folgst, bedanken und bei euch allen. Das ist richtig, richtig cool. Wenn du diesen Channel noch nicht folgst, dann gerne Button unten abonnieren in Rot. Gerne abonniere meinen Channel und hier gibt es immer neue coole Videos. Einige von euch haben mich auch vermisst in den letzten Wochen. Habt ihr hier keine neuen Videos gesehen? Warum? Ich war im Urlaub. Wer mich auf Instagram folgt, wenn du noch nicht, dann gerne folge. Der Link ist in der Beschreibung zu diesem Video. Und da habe ich auch gepostet, dass ich im Urlaub in Frankreich war. Das ist halt das Gute, wenn man in Deutschland wohnt, hat man keine Grenzen zu allen anderen europäischen Ländern und man kann überall Urlaub machen. Das ist richtig, richtig cool. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema Urlaub. Welche Wörter solltest du kennen? Urlaub ist der Urlaub und viele machen Fehler oder wissen nicht, wann soll ich sagen Urlaub, wann soll ich sagen im Urlaub oder in den Urlaub. Man nutzt nur einfach Urlaub ohne Präposition bei den Verben Urlaub machen und Urlaub verbringen. Kann man sagen, ja, wo machst du denn Urlaub? Wo verbringst du deinen Urlaub? Im Urlaub nutzt man mit dem Verb sein. Wo bist du im Urlaub? Ich bin in Frankreich im Urlaub. Und wenn du irgendwohin fährst, dann sagst du in den Urlaub fahren. Man kann fragen, wo fährst du hin? Ich fahre in den Urlaub. Man kann natürlich fragen, wo fährst du hin? Wo fliegst du hin? Wo reist du hin? Kannst du auch deine Kollegen, deine deutschen Freunde auf diese Weise fragen, wo sie den Urlaub verbringen möchten. Man kann natürlich Urlaub auch daheim verbringen, also zu Hause, oder man kann irgendwohin fahren. Wenn man irgendwohin fährt, wohin kann man in den Urlaub fahren? Und hier ist es wichtig, dass es wieder grammatisch unterschiedlich ist. Wenn man den Satz nutzt mit in den Urlaub fahren oder im Urlaub sein. Also zum Beispiel in den Urlaub an die See fahren oder in die Gebirge fahren, ans Meer fahren. Aber wenn man sagt, ich bin am Meer, ich bin in meinem Urlaub in den Gebirgen. Je nachdem, welches Verb man nutzt, ist das dann auch unterschiedlich, welchen Artikel danach kommt. Je nachdem, ob es Akkusativ oder Dativ ist. Wenn du Schwierigkeiten mit deutschen Artikeln hast, dann schau gerne dieses Video an. Da erkläre ich, wie unterscheiden sich der, die, das. Ein Abonnent hat mir auch geschrieben, nach diesem Video hat sie endlich verstanden, wie das funktioniert. Womit kann man in den Urlaub fahren oder wie kann man reisen? Man kann mit eigenem Auto, die Deutschen sagen auch manchmal Abkürzung PKW, mit dem PKW, Privatkraftwagen. Ich reise mit PKW, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Flugzeug, man kann fliegen,
ich fliege in den Urlaub oder ich fahre in den Urlaub mit dem Zug und man kann mit dem Fahrrad auch reisen. Ich liebe persönlich sehr mit dem Fahrrad zu reisen, auch auf meinem Instagram-Channel siehst du ganz viele Geschichten dazu, wie ich mit dem Fahrrad meinen Urlaub hier verbringe. In Deutschland sind sehr beliebt die Pauschalreisen. Pauschalreise ist oder Pauschalurlaub ist ein organisierter Urlaub, zum Beispiel von einer Firma. Also du buchst online oder in einem Büro, buchen bedeutet bestellen, einen Urlaub, wo alles inklusive ist. Zum Beispiel Flug ist dabei, Hotel ist dabei, du musst dich um nichts kümmern und für alles ist gesorgt. Andere Leute bevorzugen zum Beispiel selbstorganisierte Reise. Ich liebe eine selbstorganisierte Reise, mich damit zu beschäftigen, wie ich meine Reise organisiere, wo ich übernachte etc. Und als Übernachtungsmöglichkeiten, auch sehr relevantes Wort zum Thema Urlaub, gibt es natürlich Hostels. Hostels sind eine Art Hotels, die aber sehr viel günstiger sind und man hat dann die Möglichkeiten, mit mehreren Personen in einem Zimmer zu schlafen, zum Beispiel mit 4 oder 6 Personen, die man nicht unbedingt kennt. Als Übernachtungsmöglichkeit kennt man auch Hotels. Man nutzt auch sehr gerne Ferienwohnungen, das heißt, das ist eine Wohnung oder das kann ein Haus sein, den du für die Länge deines Urlaubs für dich, Freunde oder deine Familie buchst und kümmerst dich selber um Essen, um Aufräumen in der Ferienwohnung. Ziemlich cool finde ich auch Airbnb. Airbnb ist auch die Möglichkeit, die Wohnung oder vielleicht auch ein Haus zu buchen oder ein Zimmer in der Wohnung oder manchmal einen Schlafplatz und so kommst du auch oft gut mit Einheimischen in Kontakt. Ich habe einen Promo-Link, wo man 25 Euro, wenn ich mich nicht irre, über den kriegt, wenn man Airbnb-Wohnung zum ersten Mal bucht. Also gerne auch in der Beschreibung den Link finden. Man unterscheidet auch zwischen Frühbucherurlaub und Last-Minute-Urlaub. Was bedeutet das? In Deutschland planen die Deutschen auch sehr gerne. Zum Beispiel für Sommer 2020 haben meine Freunde Sommer 2019 Urlaub gebucht, also Flüge, Hotels etc. etc. Oder es gibt Leute, die gerne spontan in den Urlaub fahren und auch Last-Minute-Angebot nutzen können. Was heißt Last-Minute-Angebot? Ist günstiger, schnell zu buchen, etwas, was kurz vor dem Reiseeintritt zur Verfügung steht. Schreibe gerne in Kommentaren, welchen Urlaub liebst du? Magst du einen kürzeren oder längeren Urlaub machen? Wo magst du deinen Urlaub verbringen? Mit wem verbringst du gerne deinen Urlaub? Planst du das lange im Voraus oder nutzt du Last-Minute-Angebote und entscheidest dich spontan, wohin du gehst? Ich liebe auch ein sehr cooles Wort auf Deutsch, urlaubsreif. Urlaubsreif sein heißt, genug vom Alltag zu haben und Lust haben, in den Urlaub zu fahren. Zum Beispiel, wenn du lange gearbeitet hast oder eine stressige Phase gehabt hast, kannst du sagen, wow, ich bin schon total urlaubsreif. Ich habe Lust zu reisen. Reiselust, das ist auch ein sehr schönes Wort,
den kann man immer auch nutzen. Ich habe Reiselust. Oder man kann auch sagen, ich habe die Fernwehe. Fernwehe heißt, ich habe Lust, in die fernen Länder zu reisen. Zum Beispiel, wenn ich in Europa wohne, wäre sowas wie Asien, in Asien Thailand, Vietnam, die fernen Länder. Wenn deine Kollegin in Urlaub fahren, kannst du denen gerne schönen Urlaub wünschen oder erholsamen Urlaub. Man kann auch sagen, ja, du hast diesen Urlaub voll verdient. Oder man kann sagen über sich selber, ich habe voll verdienten Urlaub. Das heißt, du hast genug gearbeitet und du hast es wirklich verdient, in den Urlaub zu fahren. Wenn du im Urlaub bist, bist du ein Urlauber oder du bist eine Urlauberin. Und wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, kannst du natürlich sagen, wie dein Urlaub war. Oder deine Kollegin, deine Freundin werden bestimmt die fragen, und wie war dein Urlaub? Erzähl mal, was hast du erlebt? Wo hast du Ausflüge gemacht? Was hast du gesehen? Ich liebe Urlaub. Ich glaube, du liebst Urlaub auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sehr schönen Urlaub, wenn du in diesem Jahr, diesen Sommer in den Urlaub fährst. Schreib gerne in den Kommentaren, verrate, teile mit uns, wo du hingehst dieses Jahr oder auch deine Urlaubsträume, deine Urlaubswünsche, wo würdest du gerne hingehen? Dieses Jahr ist nicht das einfachste Jahr für den Urlaub, ist auch verständlich, nichtsdestotrotz, hab einen schönen Sommer 2020. Und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich, dich wieder in meinen weiteren Videos zu sehen. Tschüssi!